Hallo, schon wieder neue Platten. Eigentlich zwei, aber mehr noch im Intro. Grüß euch. Und schon wieder bin ich da. Wenn man gerade ein bisschen Zeit hat und das Wetter nicht so gut ist. Und zwar ganz gute Neuerscheinungen reingekommen sind. Warum soll man es nicht vorstellen? Gut. Das erste. Man weiß, Jack White gefällt mir relativ gut. Und da ist in den letzten Wochen rausgekommen die No Name. Die Hülle ist blau. Mustard, Wassertropfen, Hausputz, keine Ahnung, was das sein soll. Und es ist nur am Schränk drauf, der Hype-Sticker. Sonst ist keine Information auf dieser Platte drauf. So, man kennt sagen, das Blue-Album von Jack White. Die Aufmachung ist ein einfaches Jacket. In diesmal nicht so engen Karton, wie er sonst in die letzten paar immer gehabt hat. Die Platten selber war in einer gefütterten Innenhülle, was ich mir erinnern kann. Da habe ich es ausgetauscht, weiß ich nicht. Das Label ist auch relativ einfach gehalten. Und ich habe die schwarze Vinyl, weil ich nicht beim Vorbestellen dabei war, wenn man die Spezial Editions gekriegt hat. Macht man nichts. Beiblatt mit den Texten und einer spärlichen Information ist noch drinnen. Zur Musik. Wiedergeburt von White Stripes, könnte man fast sagen, mit ein paar Instrumente mehr. Also das ist wieder klassisch Jack White, rauer Bluesrock, rauer Indie-Rock. Ich mag's. Ich habe es mir jetzt zwei, dreimal auch gehört. Ich höre es mir so gerne an wie die White Stripes-Platten oder seine ersten zwei Solo-Platten, was er gemacht hat. Die Lazaretta und die Blunderbuss, die man beide als absolutes Highlight außerstehen und da passt die Platten genau in die Reihe ein. Also unbedingt probieren, gebt es euch. Favoritenlied kann ich jetzt gar keinen sagen. Bless yourself. Vielleicht, nein, außerstechend. Es ist einfach eine gleichmäßig gute Platte. Also, wer mit der Musik für die White Stripes was anfangen kann. Die Stimmen von Jack White mag quasi die Platten holen. Rauer, handgemachter, analog gemachter. Rock. Die zweite Platte, auf die habe ich mich gefreut, seit sie angekündigt worden ist und die auch zwei vorher veröffentlichten Songs auf YouTube oder auf die Streamingdienste, die haben mir sehr gut gefallen. Und ich bin da jetzt dann im November, 11. November in Wien beim Konzert. Ist ein Sänger, der mich immer wieder berührt, beziehungsweise wo mir eigentlich fast alles, was er macht, sehr gut gefällt. Jede Band, wo er mitsingt, mitspielt, er ist auch ein sehr guter Gitarrist, schafft es bei mir auf die Top 10 Listen. Und zwei dritte Solo-Platten. Miles Kennedy, The Art of Letting Go. Hochwertig aufgemachtes Cover. Deadfold. Aber glaube ich, haben sie das Skelett. Miles vor einem alten Haus in den USA. Veröffentlicht am österreichischen Napalm Records Label aus Eisenerz. Da ist er schon länger dabei. Die Texte auf einem schön aufgemachten Beiblatt und das Vinyl selber in einer absolut super Qualität in einer gefütterten Hülle. Alle Releases vom Napalm Records Label, wenn sie geliefert werden, ich habe schon ein paar Mal direkt bei Mailorder bei ihnen bestellt. Ich habe sie bei Amazon bestellt, ich habe es in Shops gekauft. Deswegen muss man es hervorheben, werden perfekt ausgeliefert. Sprich, es ist nie, wenn es versendet werden, die Platten im Sleeve drinnen,
die wird immer eingelegt oder beigelegt, damit ja auch nichts mit dem Cover passiert. Also vorbildhaft, wie die das ausliefern und machen. Und auch die Pressqualität ist hervorragend. Das gibt in Ferien da das Presswerk. Ich glaube, dass das in Österreich presst wird und nicht in Tschechien. Wie viele andere. Und ich glaube auch, dass man die Qualität merkt. Also, wenn es Heavy Metal Fans hat, wird es beim Napalm Records Label mehr als fündig. War für uns Hardrocker und Singer-Songwriter gibt es immer ein paar Sachen dabei. Die Musik von Miles wird von Platten zu Platten besser, kommt mir vor. Da ist fast jedes Lied ein Hammer. Also Only Killers und auch Fillers drauf, hätte ich gesagt. Und ich freue mich schon wahnsinnig aufs Konzert. Melodischer Hardrock, Balladen und ein Sänger mit einer klassisch ausgebildeten Stimme, der meiner Meinung nach an die ganz großen Schauter vom Rock herankommt. Also Miles Kennedy unbedingt eine Chance geben, wenn man modernen Hardrock mag. Nur so als Hintergrundinformation oder Wissen ein bisschen. Nach dem Reunion-Konzert von Led Zeppelin, glaube ich 2006 oder 2008, weiß jetzt nicht genau, wollten sie jetzt erst eine Tournee anhängen. Der Robert Plant hat damals gerade mit Alison Krauss seine Solo-Karriere eigentlich richtig oder das zweite Mal durchgestartet, wo er heute noch Output rauskommt und hat dann gesagt, na, eigentlich will er lieber Solo weitermachen und nicht mit der Band anfangen. Die drei anderen, also der Jason Bonham, Robert Plant und der John Paul Jones, haben dann einen Sänger gesucht. Und laut Gerüchten ist der Miles Kennedy da als erster Kandidat angestanden oder gefragt worden. Also es sagt sehr viel aus über seine Qualität, wenn er für den Robert Plant einspringen hätte sollen oder dürfen. Es hat dann der John Paul Jones gesagt, eigentlich will er gar keine Rockkonzerte mehr machen. Damit ist das Thema dann eh gestorben gewesen, dass Led Zeppelin noch einmal eine Tour macht. Mir tut es leid, dass ich das Konzert damals versäumt habe. Aber wo bist du? Ich habe mir dann zumindest die Celebration Death Box davon gekauft. Und ja, vielleicht einmal eigenes Led Zeppelin-Video. Damit noch einmal den Tipp. Verzettelt habe ich mir jetzt. Miles Kennedy, der Art of Letting Go. Wirklich sehr gute Platten. Bis euch.